Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Custom Level, The Secret of Palace Midas. Ja, oh. Ja, das Teil ist anscheinend wieder runtergegangen, ich habe keine Ahnung, oder da hinten. Ich habe sehr lange nicht aufgenommen, ich glaube 4 oder 5 Tage, weil ich wusste einfach nicht mehr weiter. Aber, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt die ganzen Tage mal versucht, irgendwas zu machen, ich habe da nichts gefunden, aber dann vor einigen Stunden. Und dann habe ich... Ich muss einfach mal hier runter. Ich meine, da sind zwar Stacheln, ne? Aber kennt ihr das, wenn man so aus Spaß oder aus Langeweile was ausprobiert, was man noch nicht ausprobiert hat? Ich bin als erstes links reingegangen, also hingehangelt und fallen gelassen. Da wurde sie leider aufgespießt. Dann habe ich es mal rechts gemacht und es ist nichts passiert. Da dachte ich mir, ja komm, Laura hat schöne Brüste. Sie hängt fest auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall in der... Wow. Auf jeden Fall in der Mitte ist der letzte Baren. Habe ich den endlich gefunden und jetzt schnell hier raus, sonst ist Lara schon wieder aufgespießt. Ja, und die zweite Sache, die ich dann entdeckt habe, ich kann hier durchlaufen. Und was ist hier? Ein Secret. Mit einem großen Medipack und Harpunenpfeile. Ich würde mal gerne wissen, wofür ich die Harpunenpfeile brauche. Was? Kann mich... Ach so, ich wollte schon sagen, hey, wie, ich komme nicht mehr raus. Ja, ja. Und das letzte, was ich entdeckt habe, Vorsicht, Lara, ist hier dieses komische Teil. Ich habe auch mal so Spaß rumprobiert, weil ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Aber dann konnte ich den Baren einsetzen. Keine Ahnung, wozu dann. Da kam irgendwie ein Teil raus, hat sich wie ein Affe angehört und was kam raus? Er wurde zu Gold. Ja, super. Und das kann ich dann bei jedem Loch hier machen. Vorsicht, Lara, bitte. So. Einfach nochmal mit dem hier. Und dann mit dem dritten auch nochmal. Autsch. Boah, das erschreckt mich jedes Mal. So. Jetzt muss ich gucken, wo das eine Loch noch ist. Ich habe Angst. Ja, okay. Dieses Geräusch, ne? Ich weiß nie, von wo das kommt. So, hier kann ich es auch nochmal einsetzen. Und dann geht's ab zur Tür. Dann kann ich die endlich alle drei einsetzen. Ja, ja. Was auch immer da rauskommt. Oh je, der arme Löwe. Der brennt komischerweise nicht, ne? Ja, ja. Das Teil wollte mich gerade erschlagen. So, cool. Und jetzt schnell weg hier. Nein! Scheiße. Okay. Verdammt, ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen, jetzt muss ich alles neu machen. Das ist doof. Egal. Komm. Das kriegen wir doch ruckzucki wieder hin. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Und langsam hier durchgehen. Dann verliere ich auch keine Energie. So. Lara, auf ein neues. Wozu gehst du nicht hoch? So. Okay, alles nochmal von vorne. Ja, geil. Ja, geil. Wie toll. Das ist immer so ärgerlich, ne? Wenn man nicht gespeichert hat, dann muss man alles neu machen. Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber ich hätte mir das eigentlich ersparen können. So, aus dem Stand hat ja gereicht. So, komm schon, Lara. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich würde gerne wissen, was hier noch alles so passiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir gegen Miss Sophia Lee kämpfen können. Oder müssen. Weil in der allerersten Folge von dem Custom Level, wo ich da aus dem Pool gekommen bin, da wurde ich ja angegriffen von so einem komischen grünen Licht. Und ich glaube, das war die Miss Sophia Lee. Ich wollte gerade Nadler sagen. Ich verwechsel die beiden immer. Wahrscheinlich, weil sie beide blond sind. Autsch. Aber gut. Wir dürfen gespannt sein. Und schon wieder wollte das Teil mich erschlagen. Und als allererstes natürlich speichern. So. Nein, nicht laden. Genau, einen leeren Slot laden. Sehr gut. Jetzt nichts wie weg hier. Ich hoffe, es klappt jetzt alles super gut. Das Problem ist... Naja, was heißt Problem? Ich habe ja nicht alle Secrets. Ich glaube, ich habe eins ganz am Anfang vergessen.
Aber da komme ich ja eh nicht mehr hin. Aber macht ja nichts. Ich bin ja eh nicht auf der Suche nach den Geheimnissen. Ja. Gold, Gold, Gold. So. Goldbar. Setz den Goldbar ein. Ich höre was. Ich höre was. Hört ihr das? Irgendwelche Schritte. Oh, sowas kann ich ja gar nicht leiden. Lasst mich raten. Dann kommt bestimmt diese eine Person da aus der Tür, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ich hasse sowas, ne? Wenn ich weiß, da ist jemand. Wo? Wo, wo, wo? Wo? Leute, ich muss speichern. Das... Nee, ich weiß jetzt nicht, was da auf mich zukommt. Nee. Hätte ich mal lieber den... Ja, das goldene Teil da reingesetzt zuerst. Hier... Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Was kommt denn da jetzt raus? Wahrscheinlich Dingsmons. Wie heißt die nochmal? Ich geh schnell hier weg. Ich geh schnell hier weg. Ach du Scheiße. Trotzdem würde ich gerne wissen, woher die Schritte kommen. Laber nicht festhängen. So. Oh je. Was? Ey, das schaffe ich doch niemals. Seht ihr das? Nee. Nie im Leben schaffe ich das, ey. Wie soll ich das denn schaffen? So. Ja. Oder kann ich da einfach so durch? Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Nö, die verbrennt dann. Man sieht die da unten noch. Ja. Wie mache ich das? Wird schwer. So, jetzt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wow, das ist nicht leicht. Ich muss auf jeden Fall speichern, das muss wirklich sein. Ja, auf den leeren Slot am besten. Verdammt. Wieso hat das nicht geklappt? Vielleicht ganz an den Rand. Okay. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ach Mann. Sehr gut. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das war doch in Tomb Raider 1 unter Wasser, oder nicht? Da ist ein Hebel, ich weiß. Da auf der anderen Seite ist auch ein Hebel. Das war in Tomb Raider 1 auch, glaube ich, unter Wasser. Oder es sieht einfach nur... Ah. Oh, 4 Hebel an der Zahl. So, erstmal den hier. Mal gucken, was passiert. Was passiert denn Schönes? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Vielleicht ist ja... Ah, das ist ein Gitter. Ein Gitter. Aha, sehr gut. Yo. Einmal drüber springen. Kann ich da schon mal reingucken? Oh. Schwarz. Es ist schwarz. Ist das so gut? Vorsicht. Alter, Falter. Das war knapp. Was? Hallo? Was zur Hölle? Na geil, ich komme hier nicht mehr weg. Ey, das war fies. Diese blöde Alte. So eine blöde Alte, ganz ehrlich. Oh nein. Ach, die war das, die ganze Zeit gerannt ist.
Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hep. Tja. Da muss ich anscheinend sehr schnell sein und ins Tor reinspringen. Denke ich mir mal. Weil ihr habt gesehen, ich habe auf sie geschossen. Es hat nichts gebracht. Hep. Hep. So, auf ein neues. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich das schaffe, hör mal. So, zur Not wird auf jeden Fall nochmal gespeichert. Ich weiß, ich speichere in den Level sehr oft, aber das ist mir gerade sowas von egal. Das ist mir egal. Hier kannst du ja nicht drüber, oder? Okay. Ich dachte, das Tor der Mitte ist aufgegangen. Okay. Dann halt nicht. Schnell. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Oh, wow. Das war schon. Ja, das war's tatsächlich. Das ging echt schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell ist. Naja. Es war ein kleines Custom-Level für zwischendurch und so. Ja. Ich habe auch schon ein anderes Custom-Level in Sicht. Und zwar von Tomb Raider 2. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.